Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich sehr. Der Feminismus braucht starke Männer. Liebe KollegInnen, ich freue mich auch über diese Debatte zum Internationalen Frauentag, denn er bietet mir die Möglichkeit einer kleinen Bestandsaufnahme. Seit 15 Monaten haben wir eine sogenannte Fortschrittskoalition, die das Jahrzehnt der Gleichstellung ausgerufen hat. Super Sache. Und immer wieder sagen sie uns, was sie nicht alles ändern wollen. Auch heute wieder. Um die Situation von Frauen zu verbessern. Ihre Regierung hat jetzt fast Halbzeit. Und was ist passiert? Naja, quasi nichts. Und ich habe keine Lust mehr, dass sie sich hier hinter schönen Worten und Lobeshymnen verstecken. Ja, zahlreiche engagierte Menschen kämpfen in vielen Bereichen für die Gleichstellung. Und ich bin jeder einzelnen Person dankbar. Aber schauen wir uns doch mal an, was sie so versprechen und vor allem auch, was sie dann umsetzen. Und ich sage es Ihnen jetzt schon, es ist ziemlich lächerlich. Los ging es mit der superfeministischen Ankündigung des Arbeitsministers, der ist, glaube ich, auch nicht hier, Haushaltshilfen bezuschussen zu wollen. Sie wollen also prekäre Arbeit von Frauen fördern, die sich nur die leisten können, die sowieso schon finanziell besser gestellt sind. Super Sache, klasse Idee. Dann wurde die Minijobgrenze ausgeweitet. Noch mehr Frauen, denn die arbeiten ja größtenteils in Minijobs, werden in den Niedriglohnsektor gedrängt, frei von sozialer Absicherung und menschenwürdiger Rente. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Gleichstellung, aber keine Sorge, Sie haben heute Nachmittag die Chance, daran was zu ändern. Ehegattensplitting soll ja leider nicht abgeschafft werden, haben Sie die FDP nicht überreden können. Aber selbst die angekündigten Regelungen, um Steuern für beide Ehepartner in fairer zu gestalten, die haben Sie auch nicht hinbekommen. Die Freistellung des zweiten Elternteils, und das finde ich besonders traurig, nach der Geburt eines Kindes, die hat Ministerin Paus den Unternehmen zuliebe hinten runterfallen lassen. Man will ja auch nicht stören bei der Gewinnmaximierung, ne? Immerhin, Kanzler Scholz wird jetzt zum feministischen Vorkämpfer. In einem Videopodcast zum 8. März kritisierte er die, Zitat, frappierenden und inakzeptablen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt. Und dann wäre es ja auch ganz gut, diese Unterschiede mal sichtbar zu machen. Die EU beschließt bald eine Lohntransparenzrichtlinie, die deutlich weitergeht als das Gesetz, was wir hier haben. Und diese Richtlinie müssen wir so schnell wie möglich umsetzen. Und damit der Kanzler, der ja gerne mal alles vergisst, was wichtig ist, das nicht auch wieder vergisst, werden wir Sie als Opposition gerne daran erinnern, versprochen. Aber schauen wir mal in andere Bereiche. § 219a Strafgesetzbuch, der Ärztinnen verboten hat, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, wurde abgeschafft. Nicht zuletzt, weil unzählige Menschen auf der Straße dafür gekämpft haben. Worauf wir aber weiterhin warten? Die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die angekündigte Kommission, die dazu eine Empfehlung erarbeiten soll, hat jetzt mehr als ein Jahr auf sich warten lassen. Aber immerhin haben Sie ja auf meine regelmäßigen Anfragen geantwortet, dass es jetzt ganz sicher bald soweit sein wird. Zum Glück wird die Kommission wahrscheinlich besser arbeiten als die Regierung. Frau von Storch. Ganz kurz, Frau Kollegin Reichenegg. Frau von Storch, für den Zwischenruf Kindermörderin bekommen Sie einen Ordnungsruf. Frau von Storch, Sie. Frau von Storch, noch einmal. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Kommentierung meiner Sitzungsleitungsentscheidungen einen weiteren Ordnungsruf nach sich ziehen kann. Und Sie wissen, nach dem dritten Ordnungsruf muss ich Sie bedauerlicherweise des Saales verweisen. Wenn Sie jetzt früh nach Hause wollen, machen Sie so weiter. Aber ansonsten würde ich sagen, halten Sie an die Geschäftsordnung. Frau Kollegin Reichenegg, Sie haben das Wort. Danke. Immerhin gegendert diesmal. Respekt. Also, Sie wollten das Hilfesystem für von Gewalt betroffene Frauen bedarfsgerecht ausbauen. Da ist bisher auch noch nichts passiert. Stattdessen haben Sie mal eben die bisherig lächerlich geringen Gelder für Investitionen in die Barrierefreiheit von Frauenhäusern erheblich gekürzt, nämlich von 30 auf 20 Millionen Euro. Und jetzt überlegen Sie aufgrund der derzeitigen haushalterischen Situation, das Bundesförderprogramm über 2024 hinaus überhaupt nicht mehr zu verlängern. Aber wer braucht schon die Gegenfinanzierung von Frauenhäusern, wenn er am Tag gegen Gewalt gegen Frauen ein schönes Selfie haben kann? Ach ja, auch die Gesamtstrategie gegen die Gewalt, die Sie ressortübergreifend auflegen wollten, ist bis heute nicht in Sicht. Die Bundesregierung hatte sich außerdem vorgenommen, Gendermedizin zu stärken, also Frauenkrankheiten in den Blick zu nehmen. Bisher sieht es da eher mau aus. Jede zehnte Frau leidet an der Endometriose, jede zehnte unter einem Lipödem. Und bisher können das nicht mehr alle Ärztinnen richtig erkennen, geschweige denn behandeln. Forschung? Naja, was soll's. Die Frauen sollen sich halt mal nicht so anstellen. Die Betroffenen leiden enorm in ihrem Alltag und können nicht warten. Also machen Sie da mehr. Aber was noch? Was noch? Parität in der Wahlrechtsreform wollten Sie ja laut Koalitionsvertrag nur erörtern. War also klar, dass das nicht kommt. Warum? Auch wenn man stattdessen ein Gesetz hier durchprügeln kann, das die Opposition ausschaltet, vor allem die Opposition, die über 50% Frauenanteil hat. Gleichstellungscheck für Gesetze gibt es auch nicht. Und ich sage mal so, Sie hatten damals angekündigt, eine feministische Regierung sein zu wollen. Wieso merkt man davon bis heute noch nichts? 15 Monate und nahezu kein Gesetz, ich komme zum Schluss, dass das Leben von Frauen in diesem Land verbessert wurde, verabschiedet oder wenigstens geplant. Na dann, bis nächstes Jahr. Gleiche Zeit, gleicher Ort, gleiche Rede. Ich freue mich drauf. Okay.